kann über Cancel Culture eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass mir auffällt und durchaus unangenehm auffällt, dass es sich doch sehr im linken Spektrum abspielt, was ich irgendwo ziemlich alarmierend finde. Ich will jetzt auch gar keine Beispiele aufführen. Ich denke, wir kennen alle irgendwelche Beispiele. Aber ich finde, wir müssen viel mehr miteinander reden. Wir müssen viel mehr Querverbindungen herstellen. Wir müssen viel mehr aufbrechen, ansprechen und das gefälligst auch dürfen, ja? Um irgendwie mal hier einen Schritt nach vorne zu kommen. Ich glaube übrigens auch nicht, dass wir je geeint sein werden, wir die sogenannten Linken, ja? Deswegen muss es, glaube ich, viel mehr darum gehen, einander zuzuhören und neue und durchaus auch alte Verbindungen herzustellen und wiederherzustellen. Ich will mir und anderen den Mund eben nicht verbieten, wenn dafür bestimmte Dinge einfach mal auf den Tisch kommen. Warum darf ich keine Verbindung herstellen zwischen der Situation in Israel und der Situation in Kaschmir? Wieso darf man die größte Demokratie der Welt nicht faschistisch nennen, wenn sie genau das ist, nämlich faschistisch? Ja, das Ding heißt Hindutva-Faschismus. Es gibt sehr wohl Verbindungen, und zwar historische und nicht nur konzeptuelle oder wie auch immer geartete Verbindungen zwischen Indien und dem Dritten Reich und sogar dem italienischen Faschismus. Wieso wissen hierzulande eigentlich so wenige Leute, dass sich das gerade alles woanders wiederholt? Ich war zum Beispiel echt geschockt, als der deutsche Botschafter in Indien sich im Sommer 2019 mit indischen Faschisten einfach so getroffen hat und die ASS als indisches Mosaiksteinchen und als the world's largest voluntary organization romantisiert hat. Ja, wow! Und kein Mensch merkt es hier, geschweige denn versteht, was es überhaupt bedeutet, wenn so jemand sowas sagt. Darüber hat damals eine einzige deutsche Zeitung berichtet. Die Taz war es nicht. Es gibt momentan eine einzige Person auf der Welt, die über solche Themen auf Deutsch berichtet. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ich schweife jetzt natürlich ab, hat alles gar nicht so viel mit Deutschland zu tun und Indien ist auch weit weg. Aber ich sage, lass die Leute um Himmels Willen sagen, was sie zu sagen haben. Die canceln sich im Ernstfall am Ende schon selber.